Moin Moin, hallo und herzlich willkommen auf der Rollbahn. Ja, ganz richtig, wir sind mal wieder unterwegs zwischen Münster und Bremen. Besser gesagt geht es heute für uns von Osnabrück Hauptbahnhof bis nach Münster. Und das mit der Baureihe 146. Die Fahrdienstleitung an 10222, bitte kommen. 10222 hört. Die letzte Fahrt für heute. Es geht über Münster nach Düsseldorf. Für dich ist aber Münster Feierabend. Du hältst unterwegs in Hasbergen, Lengerich, Ostbevern und Westbevern. In Münster wirst du abgelöst. Ich wünsche eine gute Fahrt. Wunderbar. Alles klar, vielen Dank. Genau, die wunderbare Fahrt, die wünsche ich natürlich auch dir. Und ja, du siehst schon, wir sind im Maschinenraum von der Baureihe 146. Wobei ich auch sagen musste, der wurde auch wirklich echt schön nachgebildet. Das ist eine Sache, die mir hier in dieser Lokomotive extrem gut gefällt. Das ist halt einfach eine relativ große Detailgenauigkeit, was die grafische Ausgestaltung angeht, hier vorhanden ist. Und dass wirklich, naja, sämtliche Schalter- und Bedienelemente hier eben auch im Simulator beweglich und dynamisch sind. Gerade auch hier unten die Einstellung für die Bremsart, ob R, P oder G, je nachdem dann halt R für die Hochabbremsstellung, für die ja, schnellen Personenwagen, welche wir jetzt unter anderem auch hinten dran haben, P für die etwas naja, leichteren Güterzüge und G dann wirklich für die ganz schweren Klopper. Wir haben hier die normale Batterieschalttafel auch, die mit nachsimuliert wurde. Wir können hier auch alles Mögliche einstellen. Wir können hier sogar einen Batterietest durchführen, um dann halt zu sehen, ob die entsprechenden Widerstände funktionieren und ob halt die Batterie funktionsfähig ist. Wir haben hier drüben die Einstellung für die Türschließsysteme. Wir haben zur Wahl SAT, TB0 und TAF, wobei hier TAF nur für die Lokomotive 2 einstellbar ist. Wir bleiben heute mal im SAT- oder SAT-Modus. Und ja, gut, die zeitmultiplexe Wendezugsteuerung hier drüben und so weiter, das ist leider nicht einstellbar. Hier unten auch ZSG, dann die SEFA und so weiter sind leider nicht bedienbar. Einstellen können wir aber auf jeden Fall noch die Stromabnehmer. Wir haben die Wahl zwischen Stromabnehmer 1, die automatische Auswahl und dem Stromabnehmer Nummer 2 und natürlich ja bei entsprechender Vereisung beide Stromabnehmer. Das Fahrgastinformationssystem ist hier drüben schon eingeschaltet, brauchen wir auch heute. Und dann können wir eigentlich auch wieder aus dem Maschinenraum rausgehen. Ich sage eigentlich, weil wir uns natürlich noch ein bisschen umschauen möchten. Wir haben hier die Hochspannungskammer auch hier drüben beim Hauptschalter. Sehen wir dann gleich. Dann hier oben die elektrischen Schalter. Wir haben hier unten in echt einen Erdungsschalter. Das ist jetzt hier aber als der Hauptschalter ausgeführt. Normalerweise befindet sich der Hauptschalter hier hinter diesem kleinen Kästchen und den sieht man auch richtig arbeiten. Da sieht man auch wirklich, ist er eingerastet oder nicht. Gerade dann von Bedeutung, wenn es eben um die Erdung der Lokomotive geht. So, hier drüben die ganzen Sicherungen, kennen wir auch alles schon. Und komischerweise leuchtet hier so ein bisschen das Rücklicht vom Steuerwagen hindurch. Das ist noch so ein kleiner Fehler, der ist ebenfalls hiermit vorhanden. Ich sag's gleich vorweg, die Lokomotive ist nicht ganz fehlerfrei. Deswegen, wenn es irgendwelche Verbesserungen und Anmerkungen gibt zur Lokomotive, bitte nur in konstruktiver Form unten drunter unter das Video. Tue ich auch auf jeden Fall dann weiterleiten an die entsprechenden Entwickler. Was definitiv nicht erwünscht ist, ist ja, destruktive Kritik, die quasi einfach nur ja, einen beleidigenden Stil hat. So, jetzt habe ich es. Das wird einfach gnadenlos gelöscht, so wie man es eigentlich auch hier auf dem Kanal kennt. Also in höflicher Umgangsform ist es auf jeden Fall erwünscht. Und ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, rüsten wir die Lokomotive weiter auf. Mit Shift I wird der Fahrtrichtungswender eingesteckt. Des Weiteren sollten wir uns jetzt mal den Stromabnehmer stoppen. Der geht nach oben. Ja, ungefähr 15 kV stehen an Spannung zur Verfügung und ich glaube, die Tür, ja okay, die ist noch offen. Dann schalten wir hier den Hauptschalter ein, denn nur dann hören wir so wirklich auch, dass die Lokomotive hochfährt. Richtig geil gemacht auf jeden Fall. Also der Sound gefällt mir richtig, richtig gut. Das macht wirklich Spaß. Die Tür machen wir an der Stelle mal wieder zu, einfach damit wir hier den Vorteil haben, dass es im Führerstand etwas leiser ist. Und ja, würde ich mal sagen,
nehmen wir so langsam die Lokomotive in Betrieb. Wir aktivieren natürlich auch den Luftpresser, denn ohne den geht es nicht so wirklich. Der Kompressor ist hier einfach benötigt, damit unter anderem hier drüben unsere Hauptluftleitung aufgeladen wird. Das sehen wir jetzt auch schon, hier der Druck steigt an. Wir lassen das, naja, so ungefähr bis auf 10 Bar hochgehen und dann können wir mit der Lokomotive theoretisch auch wirklich losfahren. Aktuell sind hier noch die Scheiben vereist. Das ist richtig cool gemacht. Wir müssen dann quasi hier im Führerstand die Einstellung hier unten an der Klimaanlage vornehmen. Einmal auf warm stellen, dann die Leistung hier erhöhen und dann sollte sich so langsam hier die Scheibe abtauen. Was ich so ein bisschen problematisch finde, das ist mir auch schon aufgefallen, ist hier an der Seite, ja, dass diese Vereisung, dieser ja, Reif auf der Scheibe halt trotzdem vorhanden ist, auch wenn man die Scheibe nach unten macht. Das ist entweder ein bisschen Hokuspokus oder einfach, naja, ein kleiner Bug. So, die Bremsen haben sich hier mehr oder weniger schon aufgeladen. Wir lösen hier erst einmal. Dann die Türen auf der linken Seite in Fahrtrichtung öffnen, sodass wir die Fahrgäste einsteigen lassen können. Und ich glaube, hier in Osnabrück öffnen sich auch jetzt nicht alle Türen. Was daran liegt, dass der Zug hier ein bisschen ungünstig steht. Genau, hinten am letzten Wagen, da gehen aber die Türen auf. Da möchte jemand einsteigen. So, was ganz Wesentliches fehlt an so einem Zug noch, nämlich wo es hingeht. Und wir werden uns heute mal die FIS-Anzeige oder FIS-Anzeige für den Regionalexpress rausschnappen. Das Zugziel Bremen habe ich leider im Manual nicht gefunden und das Fahrgastinformationssystem finden wir hier oben. Dazu drücken wir einmal ganz kurz das C. Dann haben wir hier die 89, 76, jetzt muss ich überlegen, 59 oder 58, müsste 59 sein als Regionalexpress. Das Ganze bestätigt mit OK und dann sollte hier oben drin Regionalexpress stehen. Genau, wunderbar. Steht auch drin. Ganz wichtig noch für uns, wir brauchen Beleuchtung vorne am Zug und die können wir nicht einschalten, wenn der Schalter hinter uns entsprechend falsch konfiguriert sein sollte. Der ist auf dreimal weißes Lämpchen, wunderbar. So soll es sein und dann geht hier auch der Schalter nach vorne. Wir haben drei weiße Spitzenlichter. Die Türen sind noch geöffnet. Wir können auch bereits die Türen schließen, genau. Und dürfen dann gleich abfahren. Komisch ist auch, wenn wir in die Außenansicht gehen, wandern wir jedes Mal in einen beliebigen Führerstand, habe ich so das Gefühl. Genau, der wechselt hier jedes Mal durch. Das Ganze kann man umgehen mit der Tastenkombination Steuerung und Plus. Dadurch kannst du quasi ja, die Führerstände durchschalten. Für uns noch ganz wichtig, die Zugbeeinflussungssysteme. Wir brauchen hier unter anderem als Bremsart die Personenzugvariante. Wir haben als Bremshundertstel, ja, wir haben einen Regionalexpress, nehmen wir mal 200, bei einem Zuggewicht von ungefähr, ja, was haben wir, wir haben die Lokomotive mit rund 80, 90 Tonnen, die Wagen dann nochmal 50 bis 45, wir nehmen mal grob überschlagen 410 Tonnen als Zuggewicht. Dann Zuglänge, wir haben, wie viele Doppelstockwagen? 2, 4, 5, 2 Lokomotiven. Ach, wir müssen wieder umschalten. Macht auch wieder grob überschlagen. Ja, 170 Meter, komm. Aufgerundet. So, genau. Höchstgeschwindigkeit des Zuges bei 160 km pro Stunde. Bremshundertstel 200. Dann hatten wir hier die Scheibenbremsen. Die würden wir gerne wählen. Und dann Daten übertragen, das Ganze natürlich wie auch in der echten Lokomotive mit der Wachsamkeitstaste bestätigen. Die Zugdaten werden übernommen und wurden auch gleich übernommen. Die PZB macht hier ihren Prüflauf und den hat sie jetzt scheinbar abgeschlossen. Wunderbar. So, die Türen gehen auf die Schließstellung. Die AFB schalten wir uns ein. Dazu mal ganz kurz hier in die Ansicht von hinten. Nicht wundern, der AFB-Hebel ist in echt oder der AFB-Schalter eigentlich nur so um 90 Grad drehbar. Ja, hier im Simulator geht es halt um 180 Grad. Das ist noch so eine Sache, ja, nicht so ganz präzise, sag ich mal, umgesetzt. Wir schalten uns die Beleuchtung hier ein. Wir brauchen außerdem auch die Instrumentenbeleuchtung. Nicht wundern, die ist tatsächlich so schwach. Jo, dann sind wir abfahrtsbereit. Türen sind zu, Türen sind auch verriegelt.
Die AFB ist eingeschaltet. Wir bräuchten als Geschwindigkeit zum Ausfahren 40 km pro Stunde. Eine schöne Sache möchte ich noch ganz kurz zeigen. Wir können hier theoretisch auch die Antriebe abstellen. Also wahlweise halt Drehgestell 1 oder Drehgestell 2. An der Stelle aber auch wieder die Anmerkung, die Drehgestelle sind nicht wirklich abgeschaltet. Wir könnten auch mit beiden abgeschalteten Drehgestellen hier losfahren. Das ist auch so eine Sache, die wurde hier halt nicht so wirklich umgesetzt. Wir hätten außerdem, dadurch, dass wir halt zwei Lokomotiven im Zugverband haben und wenn wir halt das IS-Kabel gesteckt hätten, würden uns hier auch beide Lokomotiven angezeigt werden. Ist im Simulator hier leider jetzt auch nicht der Fall. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir fahren jetzt erstmal los. Dazu Bremsen lösen. Eine Füllstellung gibt es hier übrigens auch, die komischerweise einrastet. Also die Feder scheint da nicht so wirklich aktiv zu sein. Genau, wir fahren los, rollen hier am Signal vorbei. Das ist dunkel geschalten mit einem weißen Pünktchen. Und ich weiß, normalerweise fährt man nicht gegen das HP0 an. Aber im Simulator hier müssen wir es machen, denn nur dann wird uns quasi hier unten ja, die Vorbeifahrt am zeigenden Hauptsignal genehmigt. Das Ganze geschieht mit PZB-Befehl 40. Dazu betätigen wir hier drüben unseren Befehlstaster. Der wird runtergedrückt. Und dann geht es mit maximal 40 hier am Hauptsignal vorbei. Ja, normalerweise müsste jetzt hier Befehl 40 leuchten, aber okay. So, bis wir hier aus dem weichen Bereich raus sind, fahren wir mit 40 und dann geht's auf der Strecke draußen, ich glaube mit 120, 140, da kommt auf jeden Fall schon mal eine Geschwindigkeitstafel, mit 110, nah dran. Mit 110 geht's hier über die Strecke. So, ganz kurze Zusammenfassung mal zum Zug. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie sehr herzlich im Regionalexpress 10222 der Linie RE2 auf der Fahrt nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Münster und Essen. Der nächste Halt des Zuges ist in Kürze Haßbergen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nee, der nächste Halt ist unrealistischerweise hier durch eine Zwangsbremsung. Ja, die hätte jetzt eigentlich nicht auslösen dürfen. Das Problem hatte ich aber schon mal bei der Testfahrt. Und ich habe es mir schon fast gedacht. So, wir lösen hier die Bremsen und dann geht es nochmal neu los. Nullstellungszwang an der Stelle. Freitags haben wir schon betätigt und dann ein neuer Versuch für die 146. Wie gesagt, also der Fehler ist bekannt. Also mir zumindest. Aber in echt wäre er so nicht eingetreten. Ja, was ich eigentlich machen wollte, ich dann aber unterbrochen wurde von unserem lieben Zugbegleiter, die Lokomotive mal von außen genauer unter die Lupe nehmen, denn optisch finde ich, ist die Lokomotive mehr als gelungen. Sie gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Einzige Sache, die mir von außen aufgefallen ist, sind die Bremsanzeige hier unten. Na gut, jetzt sind sie natürlich nicht zu sehen durch die Schaltschutzwand, welche hier kommt. Genau, die Bremsanzeige hier unten an der Stelle, die sind leider nicht mit nachsimuliert, aber ansonsten finde ich halt optisch ist das Modell wirklich mehr als gelungen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch gerade hier oben die Zugzielanzeige. Sehr schön detailgenau nachgebildet. Das Dach oben, echt genial. Bei den Schleifleisten, ja, da unterscheidet sich normalerweise hier oben nochmal so ein bisschen die Farbe, aber finde ich gar nicht mehr so schlimm. Optisch finde ich, wie gesagt, wirklich ist das Fahrzeug auf einem echt guten Stand. So, wir müssen noch ganz kurz die Führerstände durchwechseln. Genau, nächster Halt ist dann Haßbergen. Ich glaube in circa 5-6 Kilometern, ja genau, 6,4 Kilometern kommt dann Haßbergen. Ja, Fahrpläne. Mensch, ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörungen, keine Ahnung, wo die herkommen. Was ist denn nur los? Richtigen Frosch im Hals. So, die Buchfahrpläne und Ebola-Anzeigen sind hier leider in der Lokomotive nicht verfügbar. Das gibt es auch noch anzumerken. Wir haben aber die Möglichkeit umzuschalten zwischen Nacht- und Tagansicht. Dann, wie man die SIFA, oder zumindest, erreichen wir Haßbergen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich werde heute wahrscheinlich noch öfters unterbrochen, aber ich nehme das jetzt der Lokomotive gar nicht krumm. Wir dürfen erstmal schneller fahren, 150 und gleich hier vorne sogar 160. Deswegen gehe ich direkt auf die 160 hoch. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei der SIFA. Die SIFA könnten wir normalerweise bei der richtigen Lokomotive hinten im Maschinenraum ein- bzw. ausschalten. Da haben wir auch den entsprechenden Störschalter dazu. Der ist jedoch leider auch in der Lokomotive hier nicht bedienbar.
Dann, was die LZB angeht, die habe ich schon mal gestern auf der Strecke Freiburg-Basel austesten wollen und irgendwie, ja, scheint die auch nicht so richtig auf der Strecke zumindest zu funktionieren. Ich weiß jetzt auch nicht, kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, ob die Lokomotive überhaupt eine LZB hier für den Simulator hat. In echt hätte sie auf jeden Fall eine, so viel steht fest, aber hier im Simulator weiß ich nicht so recht, ob die mit implementiert wurde oder nicht. Das Manual sollte man auch auf jeden Fall gründlichst durchlesen, wenn man sich mit der Lokomotive hier im Simulator beschäftigen möchte. Idealerweise natürlich hat man mit der Lok auch irgendwie schon mal in echt zu tun gehabt, denn man erkennt hier wirklich sehr, sehr viele Sachen wieder. Und ich finde auch wirklich, die Lokomotive ist echt schön umgesetzt worden. Ganz großes Manko aber aus meiner Sicht, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, was halt ja die Bedienelemente und so weiter angeht. Das ist alles nicht so, ich sag mal, hundertprozentig genau umgesetzt. Aber ich möchte hier möglichst das Fahrzeug, ich sag mal, unvoreingenommen vorstellen. Und deshalb halt hier einfach die Anmerkung, schau dir einfach an, wie das Fahrzeug sich hier im Video verhält. Und je nachdem, ob du dann halt davon überzeugt bist, dass es dir gefällt oder nicht, danach solltest du dann halt deine Kaufentscheidung treffen. Hier vorne die Ankündigung für 120. Die E-Bremse können wir hier einlegen, auch wenn die extrem stark greift, sag ich mal. Die Bremswirkung wird jetzt hier auch gerade irgendwie sehr, wow, verzögert angezeigt. Und ich muss auch anmerken, die E-Bremskraft ist wirklich ein bisschen viel zu hart. Also die wirkt bei der echten 146, egal in welcher Bauserie, nicht so stark. Gerade bei so einem, ja, 6 Wagen zu kommen, ne? Ne, 5 plus Lokomotive nochmal dran. So. Halt in Haßbergen, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und dann bremsen wir hier den Zug ab. Möglichst weit vorne halten. Wir können auch ruhig mit der Lokomotive ein bisschen weiter nach vorne über den Bahnsteig hinausschießen. Und dann auf der rechten Seite die Türen freigeben. Bei SAT klappt das ohne Probleme wahrscheinlich. Und dann werden sich hier die Türen öffnen. Insofern natürlich keine Türstörung vorhanden ist. Das wurde nämlich, ja, originalgetreuerweise auch mit implementiert. Finde ich richtig cool. Wir haben außerdem die Möglichkeit, die Beleuchtung hinten in den Wagen einzuschalten. Das gucken wir uns jetzt auch mal noch genauer an. Das geht nämlich im Führerstand an dem kleinen Schalterchen hier. Und dann sehen wir hinten, leuchten auch die Lämpchen in den Wagen. Richtig cool gemacht. Also der Zug hat auf jeden Fall einige Features, die echt atemberaubend sind. Gerade was halt unter anderem auch diese Scheibenheizung angeht, mit der wir quasi die eingefrorenen oder beschlagenen Scheiben wieder auftauen können. Das Licht hinten in den Wagen finde ich genial. Das kenne ich eigentlich so aus keinem Zug jetzt bisher. Die Wagen werden außerdem bei der Lokomotive mitgeliefert. Und dazu gibt es, glaube ich, noch 3 Szenarien. Bei 3D-Zug ist sowohl dieses, ja, Add-on mit den Wagen und den Lokomotiven erhältlich, als auch ein Add-on, was quasi dann nochmal einige Szenarien mitliefert. Wenn du dich für den Zug entscheidest, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du da diese Szenarien nochmal mit dazu nimmst. So, die Türen sind geschlossen und wir können abfahren. Auf geht's Richtung Bremen. So, weiße Lämpchen hier, wunderbar. Abfahrt ist genehmigt. Hatten wir keinen Nullstellungszwang? Jetzt. Ja, Leistung können wir hier auch ruhig voll aufschalten. Bei der 146, die erzeugt da in echt eigentlich bei solchen Witterungsbedingungen keinen Radschlupf. Und hier man sieht wirklich, wie die Kilonewtonanzahl in die Höhe schießt. Und eigentlich, ja, geht auch die Ampere-Anzeige hier drüben bis 600 Ampere. Da ist normalerweise nicht bei 500 Schluss. Weil die Dauerleistung von der Lokomotive, ja, was das Beschleunigen zumindest angeht, die liegt so ungefähr bei 450 Ampere, wenn du da Vollgas gibst. Und ja, wie bei nahezu allen Lokomotiven im Train-Simulator sinkt komischerweise hier auch die Zugkraft bzw. die Stromanzeige mit zunehmender Geschwindigkeit. Das ist in echt eigentlich auch nicht so.
weil da bleibt die Leistung relativ konstant bei höheren Geschwindigkeiten, insofern halt Leistung aufgeschalten ist. So, 120 darf hier gefahren werden, nicht schneller. Die LF6-Tafel gerade eben hat man ja schließlich gesehen. Und dann wieder 160, na klar. Nächster Halt ist dann Längerich in 8 Kilometern. So, 160 sind freigegeben. Volle Leistung voraus. Ja, die E-Bremse reagiert ein bisschen, wie gesagt, übersteuert extrem stark. Die Luftdruckbremse hat leider keinen richtigen Füllstoß. Da fehlt irgendwie dieser Federeffekt, dass die Luftdruckbremse eben aus der Füllstoßstellung rausgedrückt wird, wieder in die normale Nullstellung. Die Zugkraftwahl, die finde ich relativ gut wieder. Die spiegelt so mehr oder weniger das Original relativ gut nach. Die AFB funktioniert auch größtenteils problemlos bisher. Ja, was ich ein bisschen schade finde auch, ist, dass der Bremse-Lösen-Schalter, wie er auch bei der 146 von Virtual Railroads implementiert wurde, dass der halt nicht so richtig umgesetzt ist. Das finde ich noch so ein bisschen schade. Aber ansonsten hat die Lokomotive echt einen krass großen Simulationsumfang. Ja. Viel mehr gibt es jetzt, glaube ich, auch erst einmal nichts zu zeigen. Wie gesagt, Fahrgastinformationssystem hier oben funktioniert relativ gut. Es sind meiner Meinung nach ein paar wenig Ortschaften und Zustände mit implementiert. Aber das ist halt, ja, nun mal jetzt so vorgegeben. Das können wir eben nicht mehr ändern. So, Längerich in 4 Kilometern. Ja, das war jetzt gerade noch die Ansage. Man hat sie wahrscheinlich relativ schlecht gehört. Ausstieg in Fahrtrichtung links und nächster Halt Längerich. Lassen an der Stelle mal hier unten das Display aktiviert. Da vorne die LF6-Tafel. Wir bremsen runter. Ich sagte, wir bremsen runter. Weil hier gibt es auf jeden Fall Geschwindigkeitsprüfabschnitte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da kommt er auch schon. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind auch die Tastenkombinationen hinter Lokomotive, weil die unterscheiden sich relativ stark von denen, die normalerweise üblich sind. 50. Na gut, okay. Wachsamkeit nehmen wir auch irgendwie nicht an. Dann halt erwarten dort vorne. Normalerweise müsste jetzt der 1000 Hertz Leuchtmelder aktiviert sein. Und dann hätten wir hier vorne gleich ein HP0 noch vor der Nase. Mal gucken, ob er sich jetzt hier die 1000 Hertz schnappt. Ja, jetzt geht's. Und auch die EBCAP-Anzeige hier unten wird aktiv. Normalerweise auch hier, ne, steht nicht nur eine 1000 drin, da steht normalerweise 1000 Hertz. Also 1000 HZ. Das ist auch nicht so richtig umgesetzt. Ach genau, und bei der Bremse ist mir vorhin schon aufgefallen, oder beziehungsweise gestern schon bei der eigentlichen Testfahrt, wir haben hier komischerweise gar keine kombinierten Bremshebel. Also wenn ich das Druckluftbremsventil nach hinten ziehe, bewegt sich leider hier das E-Bremsventil, nicht E-Bremsventil, der E-Bremssteller, der bewegt sich leider nicht mit. In der echten Lokomotive wäre auch das der Fall. Der wäre nur dann eben ja, alleine betätigbar, wenn man die E-Bremse auskoppelt. Na, das zweite Zugbeeinflussung hätte er jetzt eigentlich nicht sagen dürfen. So, 500 Hertz, auch hier wieder nur eine 500 angezeigt. Ne? Ist ein bisschen schade, aber wer das verkraften kann, für denjenigen ist die Lokomotive auf jeden Fall was. So, Anfang der Langsamfahrstelle bzw. Baustelle. Und dann wären hier vorne 130 nur noch zugelassen. So, hier haben wir sicherlich eine Signalstörung oder irgend sowas.
Na, zieht unsere Bremse an, jetzt. Dann würde ich mal sagen, müssten wir auch an der Stelle bei der Fahrdienstleitung mal anrufen und durchklingeln. Signalstörungen heute hier im Akkordtakt. Wow. Das ist ja mal krass. Das sieht man auch selten, dass wirklich jemand an den Signalen hier arbeitet und dann hier oben im Signalkorb steht. Das ist cool. Ist aber halt auch immer mit Vorsicht verbunden, weil die Oberleitung ist in unmittelbarer Nähe. So, Vorsichtssignal. Und dann hier Bremsen lösen. Mal gucken, ob wir das Problem mit dem mit dem Befehlstaster heute auch wieder haben. So, diesmal wird Befehl 40 auch angezeigt. Mal schauen. Okay, jetzt müssen wir uns gar nicht befreien, laut PZB-Anzeige. Trotzdem gelten hier erst einmal die 40 für uns, bis wir zumindest mit dem Zug am Signal vorbei sind. Dann würden theoretisch noch die 50 gelten, bis zum Ende der Baustelle. Die hätten wir ungefähr jetzt. Und dann gelten gleich wieder die normalen Geschwindigkeiten für die Strecke hier. Ja, als Information auch, wir werden heute definitiv mit dem Zug zu spät ankommen. Das ist unter anderem meinem ganzen Geplapper hier zu schulden. Andererseits aber auch den Signalstörungen, die wir hier heute auf der gesamten Strecke im Fahrtverlauf haben. Und der Ausstieg in Längerich dann in Fahrtrichtung rechts. Haben die nicht gerade links gesagt bei der Ansage? Naja, alles heute ein bisschen chaotisch. Aber okay. Eigentlich könnten wir hier auch wirklich nur mit der E-Bremse bremsen. Die hat so viel Bremskraft. Klar, gut, die letzten paar Sachen müssen dann natürlich mit der Luftdruckbremse gemacht werden. Weil halt einfach die E-Bremskraft mit abnehmender Geschwindigkeit nachlässt. Wieso öffnen sich denn jetzt überall nur noch die letzten Türen hinten? Wir machen mal Folgendes. Wenn wir so eine Türstörung haben, dann wie in Natura, gehen wir mal nach hinten und aktivieren TB0. Das ist quasi ja, der gemeinsame Nenner aller Türschließsysteme. Oder zumindest damit sind alle Türen bei Wagen in Deutschland anzusteuern. Das Ganze ist ein vereinfachtes System, was die mehr oder weniger die rudimentärsten Funktionen... Was quasi die rudimentärsten Funktionen eines Türschließsystems vereint. Dabei ist quasi dieser Schalter hier außer Betrieb gesetzt und wir hätten theoretisch in echt nur diesen kleinen Schnipper hier drüben. So, Türschalter offen. Und, ja genau, für Ost-B-Bahn ist dann schon wieder der halt angesetzt. Türen schließen mit Shift-T. Und hier muss halt auch gerade in echt überprüft werden, ob die Türen wirklich alle zu sind. Ach, dieses Gewechsel hier durch die Führerstange, das ist echt ein bisschen lästig, muss ich sagen. Aber naja, gut, ist halt so. Leistung aufschalten und dann geht's raus aus Längerich Richtung Ost-Bevern. In 12 Kilometern. Genau, da sollten wir eigentlich um 15:21 ankommen, ne? Nee, um 15:10. Und wir haben es 15:13. Wie gesagt, mit der Verspätung heute, das gilt es zu vernachlässigen. Wir werden definitiv nicht pünktlich ankommen. Aber das ist wirklich mal so, naja, vorbildsgetreue Simulation, ne? Da haben wir die Verzögerung, die bei der Bahn immer mal wieder auftritt. Die Geräuschkulisse ist wirklich geil gemacht. Da gibt's nichts auszusetzen.
So, theoretisch dann hier LZB-Abschnitt. Und hier ahnt's schon. Das können wir vergessen. 160 freigeben für die AFB. Und den Rest machen wir manuell. Grüne Signale. Da, und genau das meine ich. Die Leistung fällt halt hier irgendwie bei der Lokomotive ab, wenn sie quasi ihre Zielgeschwindigkeit, ich sag mal, erreicht. Und in echt brauchst du halt gerade bei den 160 km pro Stunde nahezu die volle Leistung der Lokomotive, um den Zugverband eben bei der Geschwindigkeit zu halten. Und dann sind auch in echt die Anzeigen hier ja so um die 300, 400 Ampere. Und auch die Zugkraft natürlich dementsprechend hoch. Aber wie gesagt, das geht jetzt ein bisschen sehr stark in die Materie hinein. Ich muss auch sagen, die Ampere-Anzeigen, Zugkraftanzeigen und Spannungsanzeigen für die Oberleitung, das ist in eigentlich nahezu gar keiner Lokomotive im Train-Simulator richtig umgesetzt. Einerseits, weil es extrem schwierig nachzusimulieren ist und andererseits deshalb wahrscheinlich, weil es auch irgendwie ja bei den Schnittstellen, die der Train-Simulator zur Verfügung stellt, extrem aufwendig wäre, das Ganze hier drüben richtig nachzusimulieren. Und immerhin, es ist ja ein Simulator, der mehr oder weniger auf einer ja, spielerischen Basis seinen Standpunkt findet. Das soll ja hier wirklich keine Ausbildungssimulation sein, wie wir sie zum Beispiel in ZUSI 3 oder ähnlichen Simulationsprogrammen benötigen. Es ist ein Spiel, es steckt so im ja, Namen eigentlich mehr oder weniger mit drinne. Wobei, ja, es ist als Train-Simulator gekennzeichnet, aber wir sehen es ja ganz klar bei Steam. Es ist unter Simulationsspielen aufgeführt und nicht unter einer ja, vorbildsgetreuen Echtzeit-Simulation. So sehe ich es zumindest. 7 Kilometer noch bis Ost-Bevern. Ich muss hier unten immer mal reingucken ins Setup-Display, damit wir an dem Halt nicht vorbeifahren. Weil auf der Strecke Münster-Bremen kenne ich mich wirklich nur so rudimentär aus. Die Bahnhöfe Münster, Bremen und Osnabrück, die erkenne ich gerade so. Aber wo dann jetzt hier Längerich, Ostbevern und so weiter und so fort sind, ganz ehrlich, dafür bin ich viel zu selten auf dieser Strecke unterwegs, als dass ich das erkennen könnte. Eine Hamsterbagge, wunderbar. Sieht man auch nicht so oft mehr. Was unter anderem wahrscheinlich auch daran liegt, dass der Hamster für den Train-Simulator relativ oft in irgendwelchen, sagen wir, Standardszenarien, wie sie von DTG mitgeliefert werden, auftaucht. Ich glaube, das rührt so ein bisschen daher, dass dann auch die Freeware-Ersteller, gerade was Szenarien angeht, dass die dann nicht so oft den Hamster mit einbauen. Aber ist auf jeden Fall auch ein echt geiles Fahrzeug und das ist auf jeden Fall zu finden unter Steam. Beziehungsweise halt in der, lass mich nicht lügen, ich glaube 2016 oder 2017er Version. Nee, 2018er Version des Train Simulators. In der 2018er Version müsste der mit drin sein bei der Mittenwaldbahn. Genau. Bei der Mittenwaldbahn ist der auf jeden Fall mit dabei. Im wahrsten Sinne des Wortes mit dabei. Mittenwaldbahn. Na, passt wieder. Schönes Wortspiel. So, hier drüben sollte jetzt auch der Raureif oder die beschlagenen Scheiben verschwunden sein. Das ist zum Beispiel auch geil. Man hat hier wirklich dieses, ich sag mal, Flattern mit dabei. Das ist auch bei den echten 146ern zu hören. Oder allgemein Traxlokomotiven. Dieses Reinschlagen der Luft in den Führerstand. Das ist wirklich ganz klassisch für die Traxlokomotiven auch. Natürlich auch für einige andere Lokomotiven, wo eben die Fenster in so einer bestimmten Position angeordnet sind, dass halt durch den Windzug dieses Geräusch erzeugt wird. Aber gerade bei den Traxlokomotiven, Baureihe 185, 186 und so weiter, da ist es wirklich sehr, sehr, sehr typisch. Im Großen und Ganzen gibt es dann auch am Ende des Szenarios, wenn ich es nicht vergesse, nochmal ein ja, kleines Gesamtfeedback zur Lokomotive meinerseits. Das ist meine persönliche Einschätzung. Wie gesagt, die muss nicht mit deiner übereinstimmen. Deswegen heißt das Ganze auch Meinung. Da steckt das Wort Mein drin und charakterisiert damit meine Meinung.
Ja, die Lokomotive wird dir halt hoffentlich hier im Video relativ neutral vorgestellt. Ich versuche meine Meinung größtenteils mit rauszuhalten, aber bei manchen Sachen kann ich es mir eben einfach auch nicht verkneifen, darauf einzugehen, wenn eben was nicht so, naja, ganz richtig ausfällt. Ich hoffe sehr, dass es für die Lokomotive und den Zug noch ein, zwei Updates geben wird. Und ich bin mir da eigentlich auch ziemlich sicher, dass da irgendwie noch was kommen wird, weil ich denke mal, die meisten Käufer sind auch, was das Fahrzeug angeht, nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber ich denke mal, diejenigen, die es gekauft haben, die wussten davon. Denn die Sachen waren unter anderem auch auf der README mit angeführt, was alles ja offiziell nicht funktionieren kann. Und es war auch von vornherein klargestellt, dass das Fahrzeug ja in seinen Funktionen gewisse Einbußen hat, weil man mehr oder weniger ja eigentlich etwas noch Besseres angestrebt hatte, als dass man das dann eigentlich hat umsetzen können. So wird es zumindest im Handbuch erläutert. So, Abfahrt aus Ostbevern. Und da wir mit TB0 unterwegs sind, brauchen wir hier auch diesen Türwahlschalter für rechts oder links nicht zu benutzen. Deswegen wird es auch in den Zügen unter anderem angesagt, auf welcher Seite der Ausstieg ist. Damit sichert man sich halt auch nochmal als Lokführer mehr oder weniger ab, dass da keiner auf der falschen Seite aussteigt. Insofern die Ansagen richtig sind. Genau, in Westbevern halten wir gleich noch, in roundabout 5 Kilometern und last but not least dann in Münster Hauptbahnhof. Sollten wir einen Quicksave zwischendurch machen. Wobei, wir können die Einschätzung, ja, wir machen die Einschätzung mal jetzt schon. Wir haben 5 Kilometer, okay. Dann sind wir mal so frei und setzen uns ganz kurz mal hin in den Steuerwagen rein. Auch hier im Groben und Ganzen von der Ausgestaltung her, was die Grafik angeht, echt geil gemacht. Das meiste ist auch wirklich so im Steuerwagen anzutreffen. Einzig und allein hier bei der PZB, die hier nachgestellt wurde, das ist eigentlich nicht der richtige, ist aber ein Kasten, wie er eigentlich in dem Steuerwagen drin hängen würde. Wir haben hier auch ein kleines Problem bei, bei ZGS hier unten. Da müsste normale ZWS drin stehen oder beziehungsweise halt ZSG. Wahrscheinlich ist es halt das ZSG, was dann an der Lokomotive quasi gewechselt werden kann. Aber auch hier im Großen und Ganzen bei dem Steuerwagen optisch echt schön, echt genial. Auch die Beleuchtungsfunktion finde ich echt cool wieder. Und ja, die Funktionen sind halt ähnlich wie bei der Lokomotive, teils mit Fehlern behaftet. Im Groben und Ganzen würde ich trotzdem sagen, dass das Fahrzeug in einem sehr spielbaren Zustand ist, wenn man gewillt ist, gewisse Kompromisse einzugehen. Das Fahrzeug kostet aktuell um die 20-30 Euro. Je nachdem halt, ob du die Extra-Szenarien mit dazu haben möchtest, welche ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, wenn du eben gedenkst, dir das Fahrzeug zuzulegen. Weil die Szenarien, die machen wirklich nochmal echt viel Spaß. Und in Kürze erreichen wir Westbevern, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, du hast dann halt eben diese Ansagen mit dabei. Gerade für diejenigen, die auch immer wieder unter den Videos fragen, wo diese Ansagen herkommen. Hauptsächlich findest du die zum Beispiel bei Szenarien aus dem Hause 3D-Zug aufzufinden unter www.3dzug.de. Die Webseite auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Des Weiteren gibt es einige Freeware-Szenarien. Die findest du unter anderem auf railsimulator.com. Dort kannst du dir ja wirklich einen ganzen Stapel an Freeware-Szenarien runterladen und auch dort sind oftmals eben solche Ansagen mit beinhaltet. So, das scheint dann hier der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts zu sein, genau. Und wir nutzen jetzt nochmal ganz kurz die E-Bremse, um den Zug zum Stehen zu bremsen. Ah, es wird ein bisschen knapp, aber dank an die überstrapazierte E-Bremse. Na komm, lass dich greifen, lieber. Druckluftbremse, ohne dich geht's nämlich nicht.
Die Lokomotive ist auch gerade für diejenigen, die Spaß haben an der Simulation, beziehungsweise Spaß an relativ realitätsgetreuen Spielen oder Bedienen einer Lokomotive, sehr geeignet, würde ich behaupten. Weil einfach dieser Simulationsumfang, dass du in den Mittelgang reingehen kannst vom Maschinenraum, das finde ich so genial. Das findest du bei kaum einer Lokomotive im Train-Simulator. Du hast hier sämtliche Bedienelemente im Führerstand, kannst hier hinten die Schalttafel bedienen. Sogar das Kühlfach wurde hiermit animiert. Oder nicht animiert, aber zumindest dargestellt. Dann, wenn du die Maschinenraumtür aufmachst, du hast den entsprechenden Sound. Du hast hier hinten so viele Elemente, die nachgebildet wurden. Das ist echt schön. Hier drüben die Kühltürme oder der Kühlturm. Wir haben mehrere. Einer müsste sich dann noch hier dahinter verstecken. Und die anderen beiden dann hier drüben. Neben der Hochspannungskammer unter anderem. Ja, durchgegangen werden kann durch die Lokomotive leider auch nicht so ganz. Also da musst du dann halt den Kompromiss eingehen, dass du den Führerstand eben wechseln musst. Mit der Tastenkombination Steuerung und Plus. Ist aber auch problemlos möglich. Und jo. Alles in allem optisch eine sehr schöne Lokomotive. Von den Bedienelementen, ja, gewöhnungsbedürftig. Und ja, das ist, denke ich mal, so als grobe Zusammenfassung möglichst neutral gehalten. Wie gesagt, meine Meinung hast du vorhin schon gehört. Und jo, ja, ich weiß, versichern, dass auch wirklich die Türen zu sind. Sind sie. Dann können wir hier auch problemlos volle Leistung vorwählen. Nächster Halt, Bremen Hauptbahnhof, Ziel unseres Zuges. Auch cool hier drüben, DB Regio mit reingeschrieben ins Funkgerät. Das fällt ja bei den Traxlok-Motiven immer so, ja, ich sag mal, außergewöhnlich groß aus. Da hat man sich irgendwie nicht das normale Funksystem oder normale Funkgerät gegönnt, was in den meisten anderen Lokomotiven eigentlich anzutreffen ist. Quasi dieses kleine, was meistens hier links oben auf dem Bedientisch hängt. Das gibt es eben in den Trax-Serien nicht. Jedenfalls in denen hier. Ach genau, und eine wichtige Sache, die haben wir noch gar nicht ausprobiert. Das Horn. Gehen wir ganz kurz in die Außenansicht. Klingt relativ gut, aber ja, auch da wieder hundertprozentig ist das nicht, würde ich sagen. Hundertprozentig nicht. Und was ich ein bisschen lustig finde, ah, das ist auch bei der echten 146 so. Dieses Vögelchen, dieses Gezwitscher. Das finde ich klingt immer total lustig. So, wir lassen die Lokomotive mal an uns vorbeischießen. In der Außenansicht, da geht das am besten. Ich finde auch persönlich, der Preis ist trotz dieser, ja, teilweise vorhandenen Fehler eigentlich gerechtfertigt. Denn wir haben hier, wie gesagt, ein Gesamtpaket aus Wagen, Steuerwagen und Lokomotive. Dazu gibt es Szenarien und optional, wie gesagt, nochmal die Möglichkeit auf mehrere Szenarien. Auch nochmal unten im Video, in der Videobeschreibung verlinkt. Also alles in allem, finde ich, ist es ein tolles Fahrzeug. Eine explizite Kaufempfehlung würde ich jetzt an der Stelle nicht aussprechen. Es ist halt wirklich für diejenigen gedacht, welche sich einen großen Umfang wünschen, der im Simulator hier bedienbar sein soll. Für den Hobbyisten, der sich jetzt mit der Lokomotive wirklich nur rudimentär beschäftigt hat, würde ich sagen, ist auch die Funktion oder der Funktionsumfang der Lokomotive relativ groß, wobei ich sagen könnte, es könnten Probleme auftreten, was eben ja, die Bedienfähigkeit angeht. Wenn man aber dazu gewillt ist, sich das Manual grundlegend mal durchzulesen,
dann behaupte ich, ist es auch für jeden Hobbyisten und Amateur möglich, diese Lokomotive ja, in Gang zu bekommen. Und wie gesagt, wenn es einen Fehler geben sollte bei dir im Simulator und du bekommst die Lokomotive irgendwie nicht zum Rollen, schau dir am besten einfach nochmal das Video an. Da findest du nämlich mehr oder weniger all die Handgriffe, die gemacht und getan werden müssen, um die Lokomotive in Betrieb zu setzen. In Kürze erreichen wir Münster Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den Regional- und Fernverkehr. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Münster. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die Ansagen sind wirklich wieder wunderbar. Die gefallen mir richtig gut, jedes Mal bei 3D-Zug. So, dann geht's hier vorne wieder mit Langsamfahrt in den Bahnhof rein. 60, wachsam. E-Bremse bitte voll nutzen. Wieso sagt die Lokomotive schon wieder Zugbeeinflussung? Ich habe nur einmal wachsam gedrückt. Meine Damen und Herren, Ihre weiteren Reisemöglichkeiten ab Münster Hauptbahnhof. Es besteht Anschluss zum Regionalexpress der Linie RE7 nach Rheine. Planmäßige Abfahrt ist 15.24 Uhr von Gleis 3. An den Regionalexpress der Linie RE7 nach Krefeld Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 15.34 Uhr von Gleis 3. An die Regionalbahn der Linie RB63 nach Coesfeld in Westfalen 15.35 Uhr von Gleis 2E. An die Regionalbahn der Linie RB65 der Eurobahn nach Rheine 15.35 Uhr von Gleis 2. An den Regionalexpress der Linie RE42 nach München-Gladbach Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 15.36 Uhr von Gleis 14. An die Regionalbahn der Linie RB64 nach Gronau in Westfalen 15.38 Uhr von Gleis 4. Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen, die hier aussteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung links. Genau, und auch ich bedanke mich fürs Dabeisein. Das war jetzt gerade eine wunderbare Überleitung. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Däumchen nach oben gibst, insofern es dir gefallen hat. Und wenn du der Meinung bist, du möchtest weitere Videos sehen aus dem Bereich Eisenbahnsimulation und auch einige Ausschnitte von der echten Bahn, dann solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn da gibt es immer mal wieder etwas Neues zu sehen. So, wir bringen jetzt hier noch den Zug im Bahnhof von Münster zum Stehen. Und lassen hier nochmal die Fahrgäste einsteigen. Der 500 Hertz Magnet ist auch wieder regelkonform aktiv geworden. Und die Fahrgäste dürfen dann hier in Fahrtrichtung links aus dem Zug raus. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz dolle für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und ja, einfach fürs Dranbleiben auch. In diesem Sinne wünsche ich dir allseits gute Fahrt, bleib gesund und jo, bis zum nächsten Mal.